Es ist einfach geisteskrank. Wenn ihr das jetzt seht, ich verspreche euch, ihr werdet euch aus den Socken hauen. Und jetzt fragt ihr euch alle, was? Ja, genau so habe ich auch geguckt. Richtig. Wir alle dachten immer, Mrs. Miau und Mr. Miau sind zusammen. Oh mein Gott, Leute. Ich werde euch heute einfach mal 10 Geheimnisse über Stumbleguys zeigen, die ihr zu 100% nicht kanntet. Deswegen, Leute, verratet das auf keinen Fall weiter. Bleibt bis zum Ende dran. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go. So, Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch direkt zum allerersten Geheimnis, beziehungsweise zu etwas, wo Stumbleguys auf keinen Fall möchte, dass ihr das erfahrt. Und zwar geht es hier um einen Trailer, der vor einigen Tagen auf dem YouTube-Kanal von Stumbleguys online gekommen ist. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, seht ihr, handelt es sich hierbei um einen Valentinstags-Trailer. Und ihr seht, wir sind hier in einer Animation. Und ihr seht schon, was passiert hier? Oh mein Gott. Ja, Leute, ihr habt es jetzt gerade im Schnelldurchlauf gesehen. Ich zeig's euch nochmal. Und zwar haben wir hier den Mr. Stumble. Und dieser küsst hier einfach die Prinzessin, Leute. Also, die sind da quasi auf so einem Event. Und der küsst die da einfach. Aber jetzt fragt ihr euch, okay, weird. Aber was ist das Besondere daran? Ganz einfach, Leute. Weil wenn wir jetzt ins Stumbleguys reingehen, müsste bei euch allen oben so ein Licht angehen. Denn, Leute, wir haben hier den Mr. Stumble. Aber wir alle wissen doch, Mr. Stumble ist ja eigentlich zusammen mit Mrs. Stumble. Das sind ja so die zwei Starter-Skins und das sind ja quasi so, das ist ja quasi so ein Paar. Und das Ding ist, wenn wir uns die Szene jetzt von diesem Event anschauen, hat Mr. Stumble einfach einen anderen Skin geküsst. Und zwar, ihr seht, handelt es sich dabei um den Queen of Hearts Skin. Und das ist auch ein Skin, der noch nicht mal in-game ist. Der wird auch erst demnächst ins Spiel kommen. Aber diesen Skin hat Mr. Stumble einfach auf dem Event geküsst. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich denke, dass es ein großes Geheimnis ist. Denn dann wäre ja Mr. Stumble offiziell fremdgegangen. Deswegen behalte das auf jeden Fall für euch, Leute. Aber okay, das ist das erste Geheimnis, wo Stumbleguys, denke ich, nicht möchte, dass ihr das wisst. Jetzt wisst ihr es, aber egal. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Geheimnis Nummer 2. So, Leute, wir sind bei Geheimnis Nummer 2 angekommen. Und dafür bin ich hier einmal auf die Treasure Island Map. Und zwar seht ihr, haben wir hier eine Icy-Heizkanone. Aber ihr seht, die sieht anders aus als die normale Icy-Heizkanone. Und zwar ist das eine Double-Kanone. Ihr seht das. Die ist einfach doppelt so breit. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, seht ihr jetzt auch hier mal eingeblendet, haben wir damals in einem ganz, ganz früheren Stumbleguys, damals als die Maps noch komplett anders aussahen, da auf der alten Icy-Heiz-Map, gab es nämlich auch eine Schneeballkanone. Und die sah genauso aus wie diese. Das ist nämlich hier aktuell eine alte Kanone aus einem ganz alten Stumbleguys, die hier zurückgebracht wurde. Denn die eigentliche Icy-Heiz-Kanone sieht ja, hat ja nur ein Rohr quasi. Sieht ja auch hier nochmal eingeblendet, wie die normalerweise aussieht. Und hier haben wir einfach eine doppelte Kanone, einfach wie damals im ganz alten Stumbleguys. Der einzige Unterschied, hier können wir reinlaufen. Ihr seht das, ich bin jetzt hier in der Kanone drin. Das ging damals nicht. In der alten Double-Kanone konnte man nicht reinlaufen. Hier geht das jetzt. Aber das ist auch ein kleines Geheimnis, was vielleicht viele nicht wussten, dass es diese Kanone damals einfach schon gab. Die ist auf jeden Fall nicht neu. Die wurde einfach aus einem alten Stumbleguys übernommen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich denke, dass es die meisten nicht wussten. Ja, dann würde ich sagen, wisst ihr spätestens jetzt. Und dann kommen wir damit auch direkt zum Geheimnis Nummer 3. So, Leute, bei Geheimnis Nummer 3 habe ich hier auch wieder einen Trailer vom offiziellen Stumbleguys YouTube-Kanal rausgesucht. Und zwar war das hier die Stumbleguys Super Bowl Show. Und wenn wir uns diese mal ganz genau anschauen, dann sehen wir hier erstmal so einen pinken Skin, der hier ganz normal am Tanzen ist. Aber Leute, achtet jetzt ganz genau drauf. Ich zoome auf euch ran. Seht hier oben diesen blauen Skin rumspringen. Ich mache da auch mal so einen roten Kreis drum. Ihr seht es da. Das ist einfach ein blauer Mr. Stumble. Richtig, Leute. Diesen Skin gibt es so in-game eigentlich gar nicht. Aber auf dieser Super Bowl sehen wir diesen Skin. Und somit ist das vielleicht auch ein kleines Geheimnis, weil diesen Skin gibt es eigentlich nicht. Also auch wenn wir jetzt hier in Stumbleguys reinschauen, ihr seht, wir haben hier den normalen Mr. Stumble. Wir haben den gelben Mr. Stumble, den roten. Aber wir haben keinen blauen Mr. Stumble. Also man kann auch nicht die Farbe einfach zu blau ändern, dann würde der so aussehen. Aber wenn wir uns diese Show nochmal ansehen, sehen wir, der hatte ein richtiges blaues Oberteil und auch eine blaue Cappy obendrauf. Und somit haben wir da vielleicht auch einen kleinen Spoiler, dass wir diesen Skin eventuell bald in-game erhalten werden und der höchstwahrscheinlich auch gratis sein wird. Also einfach krass, dass Stumbleguys in solche kleinen Geheimnisse liegt. Also an der Stelle vermute ich mal sehr stark, dass ihr das auf jeden Fall nicht wusstet.
Ich wusste bis dato auch nicht, jetzt wisst ihr es, dass es einen blauen Mr. Stumble gibt, der aktuell noch nicht in-game ist. Ich hoffe, der wird bald kommen. Aber egal, das war Geheimnis Nummer 3. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu Geheimnis Nummer 4. So Leute, für Geheimnis Nummer 4 muss ich auch nochmal ein kurzes YouTube-Video raussuchen, denn dafür brauchte ich nämlich ein Tablet. Und zwar seht ihr schon hier auf dem Tablet, haben wir so Emotes komisch, ja, überhalb des Sprungbuttons platziert. Normalerweise kennen wir das ja anders, indem wir da so eine Sprechblase haben und wir sonst drauf drücken. Doch hier sehen die Emotes ganz anders aus. Und das liegt daran, dass wir hier in der Beta sind. Und zwar, wenn wir da mal in die Einstellungen runterscrollen. Und da seht ihr schon, gibt es da unten so eine neue Einstellung. Die hat er jetzt in dem Fall aktiviert. Die Steuerung bearbeitet. Hier, ihr seht das bei Controls. Dann seht ihr, hat man die Möglichkeit, die Emotes personalisiert einfach überall hinzuschieben. Wie so ein eigener Button quasi. Also das Ding ist, ihr müsst ab und sofort nicht mehr auf dieses komische Sprechblasensymbol drücken. Und könnt somit im nächsten Update quasi einfach da drauf drücken, wo ihr die Emotes hinbelegt habt. Ingame sieht das Ganze dann so aus. Dann habt ihr diese Emotes da und könnt da quasi einfach drauf drücken. Ihr seht das, Leute. Ja, dann werden die quasi refilled, also müssen neu aufladen. Aber ihr seht, ihr könnt die quasi einfach überall hin machen, wo ihr wollt. Was, denke ich, ein sehr, sehr großer Vorteil ist für die ganzen neuen Spieler. Und ich glaube, das ist auch ein sehr krasses Geheimnis, was gefühlt keiner wusste. Also, nicht mal ich habe das in der Beta gewusst, dass man da quasi die Steuerung so einstellen kann. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall, dass ihr im nächsten Update auch eure Steuerung selber so belegen könnt, wie ihr sie haben wollt. Das war Geheimnis Nummer 4. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu Nummer 5. So, für Geheimnis Nummer 5 bin ich hier im StumbleGuys-Spind. Und zwar ist mir was ganz Gewaltiges aufgefallen. Und zwar, ihr kennt ja alle den Inferno Dragon. Ist ein sehr nicer Skin, ist ein Special Skin, den denke ich auch mittlerweile sehr viele von euch haben. Und ja, mir ist aufgefallen, dass wir ja hier auch einen Skin besitzen. Und zwar den Skeletal Dragon. Und zwar ist euch mal aufgefallen, dass wenn wir uns diese Strukturen mal anschauen und hier ganz genau so in der Position halten und dann den Skeletal Dragon drüber machen, dann fällt uns auf, dass das eigentlich 1:1 der gleiche Skin ist. Also ihr seht, die Strukturen passen perfekt. Bedeutet also, dass dieser Special Skin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach der Inferno Dragon ist. Einfach nur zu einer späteren Zeit, wenn er eigentlich schon tot ist. Bedeutet, der Skeletal Dragon ist einfach der Inferno Dragon nur ein Tod. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Also wir haben hier quasi, ja, das Skelett vom Inferno Dragon. Da habe ich halt quasi nie drauf geachtet. Ich habe nie damit so mit dem Gedanken gespielt, dass das einfach der Inferno Dragon ist. Einfach nur ohne Haut. Ich habe keine Ahnung, ob ihr euch jetzt jemals diesen Skin noch normal anschauen könnt. Oder ob ihr jetzt immer daran denken müsst. Auf jeden Fall ist das das nächste Geheimnis. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu Geheimnis Nummer 6. So Leute, das nächste Geheimnis. Bruder. Das ist einfach geisteskrank. Wenn ihr das jetzt seht, ich verspreche euch, ihr werdet euch aus den Socken hauen. Und zwar brauchen wir für dieses Geheimnis nochmal den Valentinstags-Trailer. Wir sehen hier nochmal die ganzen Animationen. Auch hier nochmal Mr. Stumble, der am Knutschen ist. Aber, Leute, ich habe jetzt immer pausiert. Haltet euch jetzt fest, was jetzt kommen wird. Und nehmt eure Augen und analysiert das ganz genau. Passt auf, was jetzt passiert. Wir haben hier Mrs. Miau und Mr. Miau. Diese sitzen nebeneinander. Und ihr seht, wie Mrs. Miau einfach ein Schild rausholt. Mit einem Pfeil, wo drauf steht My Brother. Also wir sehen das hier nochmal. Ich pausiere jetzt mal. Wir sehen da wirklich Mrs. Miau, wie die da mit dem Schild da steht My Brother. Bedeutet ja übersetzt mein Bruder. Und jetzt fragt ihr euch alle, was? Ja, genau so habe ich auch geguckt. Richtig. Wir alle dachten immer, Mrs. Miau und Mr. Miau sind zusammen. Die sind ja auch hier direkt nebeneinander, sind auch gleich groß. Und die heißt ja auch Mrs. Miau, also Frau Miau und Herr Miau. Und ja, jetzt ist die Sache, die sind gar nicht zusammen. Sondern die sind einfach Geschwister. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die schon immer Geschwister waren. Und vielleicht nicht doch, naja, wir lassen das mal so stehen, Leute. Ja. Als ich das gesehen habe, ich dachte, was? Also wie gesagt, StumbleGuys, wir hoffen einfach mal, dass es nur Geschwister sind und schon immer Geschwister waren. An der Stelle, Leute, ich hoffe, ihr könnt diese Skins noch normal anschauen. Ich kann es nicht mehr. Aber an der Stelle war es das auch mit Geheimnis Nummer 6, was wirklich ein sehr krasses Geheimnis ist. Ich glaube nicht, dass StumbleGuys wollte, dass wir das sehen. Jetzt wissen wir es aber. Damit würde ich aber sagen, kommen wir direkt zum nächsten Geheimnis. Und zwar zu Geheimnis Nummer 7. So, Leute, bei Geheimnis Nummer 7 handelt es sich auch um etwas sehr, sehr Krasses. Und zwar damals, bei der Version 0.4, wisst ihr ja, gab es Münzen, Leute. Ja, ihr seht, Leute, wir haben hier tatsächlich mal Münzen in-game gehabt. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und ja, mit diesen Münzen konnte man sich damals ja quasi Werbung freikaufen
Und man konnte auch Skins kaufen, Leute. Ja, jetzt müsst ihr es bei euch einen Klick machen. Richtig, bei der neuen Map Treasure Island gibt es auch tatsächlich wieder Münzen. Genau dieselben Münzen wie damals zu dieser Zeit. Bedeutet also, ist es vielleicht ein kleiner Hinweis, dass wir vielleicht zukünftig wieder Münzen bekommen, Stumble Guys. Vielleicht kann man ja zukünftig auf der Treasure Island Map Münzen einsammeln und sich mit diesen dann Skins kaufen. Ich will nicht zu viel sagen, aber es ist ein kleines Geheimnis, was hier offengelegt wurde. Ansonsten schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten, ja, das war's an der Stelle auch schon mit Geheimnis Nummer 7. Ich hoffe mal, dass wir auf jeden Fall irgendwann wieder Skins kaufen können mit Münzen. Aber egal, ich würde sagen, wir kommen direkt zu Geheimnis Nummer 8. So Leute, wir sind bei Geheimnis Nummer 8 angekommen. Und hier geht es mir um einen Skin. Denn ihr alle kennt vermutlich diesen Skin richtig. Der Luchador-Skin. Und ja, also, vielleicht ist es dem ein oder anderen schon aufgefallen. Aber an der Stelle bekommt ihr hier mal ein kleines Bild eingeblendet. Und zwar von dem El Primo Skin aus Brawl Stars. Und wenn wir diese zwei Skins jetzt mal nebeneinander halten, so wie hier, dann seht ihr schon, sehen die Skins verdammt ähnlich aus. Also an der Stelle will ich nicht zu viel sagen, aber ich glaube, dass Stumble Guys sich hier schon ein bisschen inspirieren lassen hat von dem El Primo Skin. Ja, also wie gesagt, ist kein so krasses Geheimnis, die Brawl Stars spielen, denen ist es vielleicht schon aufgefallen. Ansonsten einen, denen es nicht aufgefallen ist, jetzt wisst ihr es. Vielleicht müsst ihr jetzt auch immer an El Primo denken, wenn ihr den Skin seht. Ich muss es auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, ist ein relativ kleines Geheimnis, was aber vielleicht irgendwo auch größer sein könnte, ist, ich habe keine Ahnung, was ich da laber. Jedenfalls war es das mit dem Geheimnis Nummer 8. Ja, ich würde damit sagen, wir kommen zu Geheimnis Nummer 9. So Leute, für Geheimnis Nummer 9 bin ich nochmal in die Lobby. Ist auch eher was Kleineres, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal. Und zwar haben wir ja hier unten rechts, ihr bekommt es auch mal rangezoomt, den Freundetab. Haben wir ja drei Skins. Wir haben einmal Mr. Stumble, Mrs. Stumble und dann nochmal einen dunkelhäutigen Skin. Und das Ding ist, was mir aufgefallen ist, man kann zwar in Stumble Guys jetzt hier zum Beispiel den Mr. Stumble nehmen, dann auf Farben drücken und dann hier verschiedene Hautfarben auswählen. Also wir haben hier weiß, braun, orange, lila. Wir haben hier alle Farben. Wir könnten den Skin auch dunkel machen. Aber das Ding ist, Leute, wenn wir unten uns den Skin mal anschauen, dieser hat ein lilanes T-Shirt und eine blaue Kappe. Ja, jetzt schauen wir mal. Auch diesen Skin haben wir nicht in-game. Wir haben zwar hier einen Skin mit roter Jacke, einen mit gelber Jacke. Dann haben wir Mrs. Stumble und Mr. Stumble. Aber wenn wir hier durchschauen, wir finden diesen Skin nicht in unserer Skinliste. Bedeutet also auch, da haben wir vielleicht einen kleinen Leak, dass wir vielleicht auch in Zukunft diesen Skin in-game bekommen werden. Also an der Stelle, Leute, wir haben diesen Skin nicht in-game. Ja, und mehr auch nicht. Das war's im Prinzip schon. Also auch nichts allzu Großes, aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal. Ich bin sehr gespannt, ob wir diesen Skin irgendwann bekommen werden. Aber ansonsten, Leute, das war Geheimnis Nummer 9. Somit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum allerletzten Geheimnis. Und zwar zu Geheimnis Nummer 10. So, Leute, und für das allerletzte Geheimnis wird hier auch nochmal einer rausgehauen. Und zwar habe ich hier wieder einen Trailer aus dem offiziellen Stumble Guys YouTube-Kanal. Und der ist gar nicht so alt. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier auf Blockdash, dann tanzen da ein paar Skins. Aber wir machen hier Stopp. Denn, Leute, haltet die Augen offen. Fällt euch was auf? Falls nicht, bekommt ihr es hier nochmal rangezoomt. Und zwar genau in der Mitte, da wo eure Augen jetzt hingucken sollten, seht ihr hinten einen Goblin Max Skin. Nur fällt euch was auf? Richtig. Der Goblin Max Skin ist weiß. Also der ist da auch schön am Tanzen, aber ich denke, hier sieht man es nochmal ganz gut in groß, dass der Goblin Max Skin weiß ist. Und alle, die sich ein bisschen mit Stumble Guys auskennen, die wissen, dass es auch diesen Skin so in-game nicht gibt. Denn wenn wir jetzt in-game gehen, unter den legendären Skins und einmal nach unten scrollen, bis hier, dann sehen wir hier den Goblin Max Skin, aber dieser ist orange. Und wenn wir jetzt hier die Skins immer nebeneinander einblenden, dann seht ihr, ist der andere eindeutig weiß und der ist orange. Bedeutet auch hier, haben wir wieder einen Geheimskin, der eventuell in-game kommen könnte. Und man merkt auch, dass Stumble Guys sich da wieder ein bisschen verraten hat. Ich glaube nicht, dass Stumble Guys möchte, dass ihr das wisst. Aber jetzt wisst ihr es. Deswegen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und aktiviert doch gerne die Glocke, Leute. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.